Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Waage. Als erstes möchte ich Jahr 2018 im Allgemeinen beschreiben und es gilt nicht nur für die Waagengeborenen, sondern für uns alle. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich ist es wichtig, Liebe und Partnerschaft, aber auch tolle Ideen, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit, auch Harmonie und Frieden. Immer mehr Menschen haben auch die Bedürfnis nach Frieden. Venus ist auch das kleine Glück und dieses Glück begleitet uns Jahr 2018. Venus hat aber Einfluss von Saturn, von Pluto und von Lilith. Was bedeutet das? Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Saturn ist auch das Schicksalsplanet. Das bedeutet, 2018 erwartet uns schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen oder schicksalhafte Entscheidungen. Saturn ist auch der Planet der Karma. Karmische Begegnungen sind zum Erwarten oder karmische Erinnerungen. Dann kommt die Lilith-Einfluss dazu. Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und Saturn belehrt uns da auch. Wir sollen diese Wünsche, Sehnsüchte, diese Träume auch wahrnehmen, ernst nehmen und nicht davonlaufen, weil das kommt zum Erfüllung, das bekommt eine Form. Dann kommt die Pluto-Einfluss. Pluto ist die innere Kraft, diese konzentrierte Kraft und Pluto verabschiedet von alles, was diese Kraft raubt. Und das ist die Prozesse, die Transformation auch. Und Jahr 2018 lernen wir auch von alles verabschieden, trennen, loslassen, kündigen, all das, was im Weg steht. Manchmal sind es unsere eigenen Gefühlen wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst, sind auch Stolpersteine im Leben und davon sollten wir auch verabschieden. 2018 lernen wir auch über Gefühlen zu sprechen, offen zu sein. Und das ist auch sehr wichtig. Wir werden alles in Sprache bringen, was wir denken und fühlen, offen zu sein. Aber lernen auch, dass es nicht immer klug ist. Es ist nicht immer klug, das sagen, was wir denken und fühlen. Weil, wie sagt dieser weise Spruch, sprechen ist Silber, schweigen ist Gold. Und das sollten wir auch mal daran denken. Das heißt, wir brauchen Feingefühl. Wann ist es angebracht, offen zu sein, etwas sagen, was wir denken oder über Gefühle zu sprechen? Und wann ist es angebracht, lieber nichts zu sagen. Das war die allgemeine Beschreibung von Jahr 2018 und jetzt speziell für Waagengeborenen. Auch wenn die Waagengeborenen mir jetzt kein Wort glauben, möchte ich trotzdem sagen, was ich auch astrologisch sehe, die Waagengeborenen haben großes Glück. Das ist die Glücksjahr für die Waagengeborenen. Kommt noch auch dazu, dass die Venus, und das ist ein Venusjahr, ist der Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Waage. Natürlich auch Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Stier.
Aber zurück zum Wagengeborenen. Die Wagengeborenen haben Glück. Auf die Liebe, Partnerschaft, sollen einfach vertrauen. Die Schicksal sorgt dafür, dass alles gut läuft. Da brauchen sie gar keinen Gedanken machen. In Vertrauen bleiben, das ist alles im Fluss. Sie können sowieso nicht planen, weil da kommen unerwartete Ereignisse, womit die Wagengeborenen gar nicht rechnen. Also man kann auch nicht vorausplanen. Das betrifft Bereich Liebe, Partnerschaft. Wo haben die Wagengeborenen noch Glück? Im Beruf und Berufung. Gedanken machen. Wo liegt die Berufung? Viele Wagengeborenen werden starten die Selbstständigkeit oder die, wo schon selbstständig sind, haben auch Glück, weil bekommen neue Ideen. Und es ist nicht nur die Erfolg, die Anerkennung, die Berufung zu leben, erfolgreich zu sein und Anerkennung zu bekommen und Lob, sondern es ist auch Gewinn. Also die Finanzen haben die Wagengeborenen auch Glück, aber auch Gewinnchancen. Das kann ich jetzt im Allgemeinen nicht sagen, welchen Tag genau, aber das könnte man auch berechnen, darüber später dann nochmal. Auf jeden Fall, das ist der Bereich, wo die Wagengeborenen großes Glück haben. Beruf, Berufung, ich betone eher die Berufung. Und da Entscheidungen treffen. Die einzige Hindernis, und das kann ein Hindernis sein, wenn sie Wagengeborenen das nicht zutrauen. Und entsteht eine Hin und Her, soll ich nicht. Und da brauchen die Wagengeborenen auch mal Mut, etwas Neues zu starten. Und das ist die einzige, die inneren Zweifel, die inneren Unsicherheit oder die Gedanken, ich schaffe das sowieso nicht oder ich versage. Also diese Gedanken haben hier keinen Platz. Der Erfolg ist da, es ist möglich, beruflich erfolgreich zu sein. Was könnte ich noch vermitteln für die Wagengeborenen? Wenn sie vorhaben, eine Ausbildung zu machen oder eine Schulung, da gut überlegen, ist das die richtige, ist das gut, besonders wenn es um Vertrag geht, da auch etwas überprüfen, diesen Vertrag unterschreiben, ob das unterschreiben soll oder nicht. Also die Verträge ganz genau nochmal durchlesen, bevor man das unterschreibt und bei einer Schulung ein Angebot gut überlegen, ob das überhaupt einen Sinn hat, ob das überhaupt gut ist. Oder ist das vielleicht eine andere Ausbildung? Kann auch sein. Einige Wagengeborenen werden sich wohnlich verändern. Entweder kommt eine andere Einrichtung oder kann auch ein Umzug bedeuten. Dieser Jahreshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten anfertigen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, eine Horoskop-Analyse für 2018 für Sie persönlich buchen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Dann ist das ganz genau auf Sie maßgeschnitten angefertigt. Und dann kann ich beschreiben die Jahrestendenz oder die einzelnen Monate, was ist zum Erwarten, sind da auch Hindernisse, ganz genau ausführlich. Und weil wir um Gewinn auch gesprochen haben, natürlich auch diese Tage, wann sind diese Gewinnchancen? Und oft ist aber im Leben sind nicht nur große Entscheidungen oder schicksalhafte Ereignisse, sondern oft sind es Fragen, was die Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, sehe ich ihn in die kommenden Tagen? Liebt er mich noch? Kommt sie zurück? Werden wir uns wieder versöhnen? Werde ich jemand kennenlernen?
Oder werde ich neue Freunde finden? Kann ich in dieser Arbeit bleiben? Oder soll ich beruflich verändern? Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Soll ich diese Reise buchen? Oder soll ich umziehen? Kann ich meiner Kollegin vertrauen? Was denkt mein Chef über mich? Und, und. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft. Und da benötigt man keine Analyse, sondern kann diese Fragen auch schnell beantworten. Manchmal haben Sie schon die Entscheidung, aber brauchen Sie noch eine Bestätigung. Und da ein guter Rat ist natürlich auch Gold wert. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Das funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, wenn das möglich ist, die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu und stellen Ihren Fragen. Und ich werde diese E-Mails persönlich natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.